Mein Name ist Sven Häberle und wisst ihr, worüber ich sehr froh bin? Dass ich sehr angstfrei Bus fahren kann. Und genau genommen habe ich das einem Zufall zu verdanken, meiner Nationalität. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Alles andere als einfach ist es im Moment für die Menschen in Syrien, im Irak oder auch in Afghanistan. In Syrien herrscht Krieg und das ist für mich der beste aller vorstellbaren Gründe, warum ich mein Land verlassen müsste. Und dann kommen diese Menschen viele tausend Kilometer zu uns, überwiegend zu Fuß, werden hier die letzte Etappe in einem Bus in ihre vorübergehende Flüchtlingsunterkunft gefahren und werden dort von einem Mob empfangen. Ein Mob, der ihnen sagt, dass sie sofort wieder gehen sollen und der "Wir sind das Volk" brüllt. Kurze Zwischenfrage. Wenn ihr "Wir sind das Volk" brüllt, meint ihr dann im Umkehrschluss, wir anderen sind es nicht? Nur mal zur Erinnerung. Syrien ist auch ein Volk. Ich finde, jeder kann die Haltung haben, die er haben möchte. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist Menschlichkeit, Toleranz, Freundlichkeit, Respekt. Das sind die Werte, die langsam verloren gehen und die wir im Auge behalten sollten. Denn diese Werte, die funktionieren mit jeder Haltung, die ich für mich irgendwann mal entwickelt habe. Nahnu Fenas heißt übrigens "Wir sind das Volk" auf Arabisch. Es wäre doch jetzt seltsam, wenn die auch noch anfangen, das zu brüllen, oder? Denk nach, bevor du urteilst. Denk nach, bevor du urteilst. Die Stille macht taub und die Dunkelheit mehr. Das ist viel zu viel nichts. Die Stille macht taub und die Dunkelheit blendet dich.